So, liebe Fischerfreunde, wir sind wieder zurück in Großmark. Wir wollen aber eigentlich nach Kleinmark, um erstens ein bisschen Zeug zu verkaufen. Ich bin gerade spontan alle Lichter angegangen. Und zum anderen wollen wir hier ein bisschen was rausfinden. So, wir gehen zum Händler. So, ich verkaufe erstmal ein bisschen Zeug, das keiner braucht. Aber ich würde gerne mit dir darüber reden. Kann ich nicht mit ihm über das Ding reden? Muss ich das vielleicht in der Fracht haben, um mit ihm darüber zu reden? Mit dem Anstreicher kann ich jedenfalls nicht drüber reden. Mit dem trauernden Vater? Ne. Mit dem Dockarbeiter? Ja, der auch nicht. Ah, wenn ich sie dabei hab, dann. Der Händler nimmt dir die Steintafel ab und mustert sie. Mustert sie eingehend, während er sie in den Händen herumdreht. Bemerkenswert. Hier, ich glaube, das ist ein Teil einer Gruppe. Er greift in ein hohes Regalbrett und holt einen ähnlich aussehenden Stein hinunter, allerdings mit dickerer Staubschicht. Vor einigen Jahren habe ich dieses Stück erworben. Du hast es in der Nähe von Teufelsgrat gefunden, nicht wahr? Ja. Ah, nun, ich nehme an, es gibt da draußen noch mehr. Ich bewahre das vorläufig auf, wenn du nach den anderen Fragmenten suchst. Okay. Das ist ja schon mal nicht schlecht in erster Linie. Ich muss aber nochmal nach Großmark. Ich muss nämlich noch mit der Dings reden. Mit der Leuchtturmwärterin, das habe ich jetzt vergessen. Erstmal beim Bürgermeister gucken. Ja, über die Gegend hat er mir schon alles erzählt. Weißt du etwas über das Buch in Purpur und Silber? Sie erschaudert bei der Erwähnung des Buches. Du fragst mich ernsthaft nach all der Zeit. Du weißt, das muss zurückgegeben werden. Sie sieht dich voller Mitleid an. Du musst nach vorn blicken, um ihretwillen, aber auch für dich. Übernimm die Kontrolle und werde dieses Ding einfach alle mal los. Okay. Aber das bin ja nicht ich. Ich bin ja nicht die Person, die das ursprünglich mal gemacht hat. Das ist ja das Problem. Ich bin dafür ja nicht verantwortlich. Das war ja wahrscheinlich der Sammler. Oder ich war es doch, aber... würde mich jetzt doch etwas stärker wundern, wenn ich das gewesen wäre. Was seid ihr denn? Sieht rötlich aus. Bronzehai. Ein wundervoller, bunter, tödlicher Jäger, okay. Nicht sicher, an welche Inselgruppe ich musste. Aber das da vorne sieht auch interessant aus. Das sind auch Ruinen. Ich befürchte, hier war unser Auftraggeber. Aber nicht die fahrende Händlerin. Da sitzt auf jeden Fall jemand. Nee, das ist so jemand, der was essen will, ne? So einer wieder. Fischer Swandine. Die Stimme schneidet durchschneidet die Luft. Übergebt das Gefäß. Die Gestalt mit der Kapuze zeigt auch ein Bild eines Bratmännchens. So, hol ich dir, warte mal. Ähm.
markiere ich. Entstellter Rochen habe ich gerade gefangen. Na geil. Da vorne muss ich hin. Aber vielleicht sehen die Leute alle so ein bisschen, dass ich halt Kontakt zum Sammler habe und sehen deswegen so die Verbindung zwischen uns. Deswegen bin ich für sie das gleiche Wesen, wie der Sammler ist. Okay, also erstmal den Tisch los, der gibt ordentlich Geld. Was steht hier? Knochen treten an die Stellen von Knorpeln und durchstoßen die weiche Haut. Eine entsetzliche neue Gestalt entsteht. Okay. Diesen Raum siedelt. Achso, ja, das hatten wir. Okay. Ja. Nochmal reparieren und ich nehme nochmal so einen zweiten Sprengsatz mit. Weil hier sieht's aus, als müsste ich hier ganz schön viel wegsprengen. So. Da rein gehe ich jetzt aber erstmal noch nicht. Weil ich will jetzt erstmal herausfinden. Ist hier auch sehr hart. Ich nehme an, ich brauche alle Tafeln, damit ich oben in den Leuchtturm komme. Dann kriege ich das nicht als Questbelohnung oder von der Dame, sondern ich kriege das, wenn ich gescheit arbeite, sozusagen. Ich müsste auch noch Notizen zum Vorlesen gefunden haben. Muss ich bloß herausfinden, wo das war. Hier ist auf jeden Fall was. Ja, das ist ein Stück der Steintafel, perfekt. Genau, was ich bestellt habe. Hier gibt es relativ häufig. Da wo es blubbert, da kann ich aber nicht angeln. Nee. Diese Geräusche im Inneren machen mir ein bisschen Sorgen, aber nur ein bisschen. So, hier ist wieder das Ding. Da kann ich mich rein. Muss nach da hinten. Ich muss nicht nach drin. Ich dachte, das wäre so ein Vieh, was ich fangen kann. So ein seltener Fisch. Aber ist es nicht. Das ist der Chef von den Piranhas. Ich habe das Gefühl, ich sollte bei Nacht hier nicht zu sehr in der Nähe von Teufelsgrat sein.
gerade mit den ganzen Piranhas und ich bin so schon paranoid. Also ein Bartelsmännchen muss ich mir aufheben. Das darf ich darf nicht alle verkaufen, oh, was passiert? Etwas sehr platzraubendes. Ein Kragenhai gilt auch als lebendes Fossil. Obwohl es sich um einen Hai handelt, bewegt es sich fort wie ein Aal. Gebiss mit etwa 300 nadelspitzen Zähnen. Sympathisches Tier. Das gibt bestimmt ordentlich Geld. Ich brauche eigentlich gar kein Geld zurzeit. Ich bin reich. 2000, ist gut. Mal verkaufen, verkaufen, davon behalte ich eins. Das lege ich erstmal ins Lager, solange ich es nicht brauche. So, das eine behalte ich erstmal. Und ich nehme mir auf jeden Fall wieder so eine Sprengladung mit. Und ein Forschungsteil. Ich habe das Geld zurzeit. Eigentlich wollte ich den Motor hier hinten erforschen. Aber eigentlich will ich auch andere Sachen erforschen. Ich mache jetzt erstmal die Angelleine fertig. Dann habe ich nämlich alles da erforscht. Und dann gehe ich nochmal an die Werft. Kaufe mir noch so ein Teil. Und erforsche jetzt den Motor. So, und jetzt lege ich mich hin. Ja, und jetzt fahre ich zu der Gestalt. Und bring ihr das vorbei. Und falls er noch so ein Vieh will, bringe ich ihm das auch. Problem ist halt, dass ich vorher nicht weiß, was er will. Serpentinmakrele, okay. Halt diese drei Gestalten bisher. Vielleicht habe ich auch welche übersehen. Ja, die Gestalt zieht ein zeremonielles Wasser aus ihrem Gewand und schlitzt den Fisch damit auf und entnimmt sein Herz. Sie legt es vor sich auf ein Gestell. Hol den Himmel herab. Eine weitere Abbildung auf einer Schriftrolle zeigt einen Segelfisch. Ne, den habe ich nicht. Segelfisch habe ich keinen. Aber gut zu wissen, dass ich einen brauche. Keine Ahnung, wo ich den hernehme. Ich weiß auch gar nicht mehr, was die andere Gestalt wollte, weil die blaue hatte ich ja, glaube ich, fertig. Die grüne hatte ich angefangen, da fehlt mir aber noch was. Wenn der Bestand noch mittel ist, kann ich hier fischen. Komischen Piranha und der riesige Piranha halt. Ne? Alles. Oh, zerfledderte Makrele. Bin ich jetzt angelockt? Oh ja. Was sind die eigentlich von mir ab, wenn ich hier anlege? Also, schlägt mit dem Schwanz um sie.
um sich und schnappt zu. Schlägt mit dem Schwanz um sich und schnappt zu. Ein Zischen dringt aus dem Maul und dann ein und dann aus den brodelnden Wassern. Okay. Das war der Kragenhai. Die Viecher, du kommst ins Inventar. Du kommst ins Inventar, du kommst gleich an die Werft. Zerfledderte Makrele. Dieser Fisch zieht ein Gewirr von Bändern hinter sich her, dessen Form sich um den schmerzhaften Kopf zusammenzieht. Ein Streifen gleitet vorüber und entschwindet in der Tiefe. Nenn ich Fischmarkt. Ich Fischmarkt, hier hat ich alles. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Holz. Lager habe ich von so Teilen gar nichts mehr, ne? Nur noch was Wertvolles, aber das nützt mir gerade nichts. Ja, hier gibt es jetzt das Große. Das könnte ich theoretisch statt der Angel nehmen, weil die brauche ich für Mangroven und für Vulkanisch. Und Ozean, Abyssal und Hardal habe ich hier drüben, also es nützt mir eigentlich gar nichts. Nee, eigentlich nützt mir nichts. Gut. Da ich das Gefühl habe, dass ich immer noch so leicht wahnsinnig bin, sollte ich früh schlafen gehen. Aber ich habe noch eine Nachricht. Gestern wurde das Testament seiner Mutter vorgelesen. Ein großer Teil des Vermögens ging natürlich automatisch an ihn über. Aber zu meiner Überraschung hat sie mir ihre Taschenuhr vermacht. Seltsam, das Ding gefällt mir nicht. Ich weiß, wie viel es ihm bedeutet, dass ich es annehme. Ich werde das Gefühl nicht los, dass sie mir damit aus dem Grab hinaus noch eins auswischen wollte. Das würde zu ihr passen. Habe ich mich vielleicht irgendwann einmal verspätet? Kann mich nicht erinnern. Mein Liebling, endlich habe ich dich gefunden. Als du gingst, war ich am Boden zerstört, aber nun fühle ich mich beinahe wieder heil und ganz. Gib nur noch eins zu tun. Wirf mich zurück. Okay. Das sind diese Nachrichten. Also dieses Buch sollte zurück ins Meer, fürchte ich. Finden noch mehr Tafeln, ja. Fangen wir seltene Fische. Einen Riemenfisch und einen Quastenflosser brauche ich noch. Wir ruhen uns jetzt aber erstmal aus. Und dann würde ich sagen, war's das mit dem Part. Ihr lasst mir ein nettes Kommentar da. Einen Daumen nach oben würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns, wenn es weitergeht. Mit, hier, ne? Der fahrenden Händlerin, bei der ich, glaube ich, nichts fragen kann. Ich kann nur noch über den Ort reden. Dredge, bis zum nächsten Mal. Euer Wolf.